Willkommen zurück bei Tablepod TV. Der Fabian hat ja wunderbar seine Vitrine vorgestellt und da habe ich gedacht, da zeige ich euch doch auch einfach mal meine Vitrine. Und zwar, das beginnt das hier schon außerhalb der Vitrine. Obendrauf habe ich nämlich hier ein kleines Diorama. Das habe ich von Freunden mal zum Geburtstag bekommen. Das stellt ein Waisenhaus dar, weil ich sonst im Lab schon mal einen Schirmherr eines Waisenhauses spiele. Da habe ich jetzt mein eigenes Waisenhaus. Die kleinen bemalten Kinder, die dabei waren, die habe ich allerdings auch schon für Frostgrave als Schufter eingesetzt. Naja, das haben die sich bestimmt anders vorgestellt. Ich gehe dann mal eine Etage tiefer. Jetzt sind wir in der Vitrine drin. Und ja, da sieht man ein bisschen Western-Zeug. Da haben wir Dead Man's Hand gespielt. Das haben wir jetzt eine ganze Weile nicht mehr gespielt. Das Kampagnensystem hatte mich irgendwie nicht so sehr überzeugt. Und ja, ich habe mir aber jetzt noch Shootout in Dingstown besorgt. Und dann werde ich dem dann mal eine Chance geben. Die Western-Minis dafür sind schon da. Eine Etage tiefer. Ja, das ist hier so ein Sammelsurium. Ihr seht, hier sind alles Patrizier von Karnevale. Und zwar hat ja der Fabian mit Karnevale angefangen. Habe ich gedacht, boah, das muss ich auch unbedingt haben. Ja, und deswegen habe ich mir ein paar Patrizier geholt. Die stehen hier rum. Da hinten, ja, ist ein Sammelsurium von verschiedenen Figuren, die auch für Frostgrave eingesetzt werden. Genauso wie hier vorne, da geht das mit Frostgrave und allgemeinem Fantasy-Zeug weiter. Ja, die Gesellen hier vorne kennt ihr ja vielleicht. Ich gehe eine Etage tiefer. Und hier sehen wir jetzt Projekte, habe ich noch gar nicht mitgespielt. Ich habe mir Reality's Edge, das ist ein Cyberpunk-Spiel, das Regelbuch besorgt. Und ja, da baue ich jetzt ein bisschen Gelände für. Habe schon ein paar Minis angemalt und da bin ich mal gespannt, wie das so wird. Also diese grünen, die sind nicht nur grundiert oder so, das sind dann solche elektronischen Widerstandsprogramme, die dann auch auf dem Spielfeld finden werden. Deswegen sind die dabei. Rechts daneben haben wir dann halt von This Is Not A Test postapokalyptische Überlebende. Da haben wir eine Weile sehr viel gespielt. Ja, dann wieder eine Weile nicht mehr so viel. Ja, so ist das immer bei uns. Immer wieder mal ein neues System. Noch vor viel längerer Zeit habe ich ein bisschen Hackislam hier angesammelt, weil wir da noch Infinity gespielt haben. Aber da hier nie was verkauft wird, ist der Hackislam auch noch vertreten. Eine Etage tiefer. Willkommen in Tortuga. Da ist ein bisschen Freebooters Fate am Start. Hier sind Söldner und Armada vertreten. Hier hinten auf dem Geländestück habe ich auch noch etwas Armada drauf. Und ja, eine ganze Schar von Piraten haben sich hier links eingefunden. Das ist immer noch eins meiner Lieblingssysteme. Das kommt bei mir nie vom Tisch runter. Wird immer öfter gespielt. Eine Etage tiefer. Da sind wir jetzt in der Postapokalypse. Hier sind ein paar Zombies, die aus dem Comicladen hier heraus stürmen. Und ja, das ist alles von The Walking Dead. Da habe ich bei weitem nicht so viel wie der Fabian. Aber ein bisschen was. Muss ich gerade noch den Hund verjagen, sonst wäre der auch noch mit drauf gekommen. So, noch darunter, ja, da habe ich so ein kleines Diorama mal geschenkt bekommen. Und das nutze ich da, um meine Zombies irgendwie in Stellung zu bringen. Das sind irgendwie ein bisschen viel geworden. Aber man kann nie genug Zombies haben. Und hier noch irgendwelche
Überlebenden. Das war, glaube ich, mal von Project Z. Ein Spiel, was ich auch nicht mehr so viel spiele. Aber es geht weiter nach unten. Ja, das sind, das war mal eine Frostgrave-Bande von mir. Das sind eigentlich von einem System, das Alchemy heißt, die sogenannten Hourlocks. Ja, das System habe ich einmal, glaube ich, gespielt. Und dann war das meine erste Frostgrave-Bande. Das hat mir immer viel Spaß gemacht. Ja, da ist sich noch der Borok noch da hinten versteckt. Und hier links sieht man dann die Tierminiaturen. Da hatte ich auch die ersten für diese Frostgrave-Bande besorgt. Ja, und jetzt spielen wir ja Burrows and Badgers damit. Ja, das sind dann halt meine Gesellen dafür. So, die unterste Etage ist noch ein bisschen leer. Da habe ich nur noch ein paar Monster, die oben nicht mehr zu dem Frostgrave-Zeug passten, abgestellt. Naja, aber ist auch immer mal ganz gut, noch ein bisschen Platz in der Vitrine zu haben. Ja, ich hoffe, das ist qualitativ, dass ihr da was erkennen konntet. Jetzt wisst ihr, wie meine Vitrine aussieht. Und ja, dann könnt ihr ja mal schreiben, wie es denn bei euch so aussieht. Sind es zu viele Systeme? Spielt ihr auch so viele unterschiedliche Systeme? Oder würdet ihr euch von den Sachen trennen, wenn ihr ein System mal gespielt habt und dann halt auch mal 2 Jahre nicht gespielt habt? Ich gehöre halt zu den Leuten, ich behalte die Sachen. Man braucht sie doch immer wieder mal. Und dann sage ich, bis zum nächsten Mal. Tschüss.